herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von GMA Unplugged, dem neuen Podcast zum German Music Award. Und wir legen auch direkt los. Der German Music Award im November ist zu Ende. Und ja, wir hatten mal wieder ein sensationell starkes Starterfeld. Am Ende hat sich dann Pascal Schmidt gegen Lila Grimaldi und Sebastian Bader im Finale durchgesetzt. Wir hatten sehr viele Zuschauer. Insgesamt haben 4.495 Zuschauer abgestimmt. Davon alleine 2.250 Stimmen im Finale und dafür ein riesen Dankeschön an euch. Und weil wir das so klasse finden, haben wir uns ein kleines Gewinnspiel für euch überlegt. Sagt uns einfach auf unserer Homepage www.germanmusicaward.de, was wir an unserem Wettbewerb bzw. an unserer Homepage noch verbessern können. Zu gewinnen gibt es natürlich auch was, es lohnt sich also reinzuschauen und mitzumachen. Nach dem Award ist vor dem Award. Der November Award ist zu Ende und ihr könnt euch jetzt schon für den Dezember Award anmelden. Wir haben noch wenige Plätze frei, also legt los und meldet euch an unter www.germanmusicaward.de. In den deutschen Singlecharts hat sich so einiges getan. Wir haben neu auf der 5 zwei Plätze runter von der 3 Avicii mit Hey Brother. Von der 8 einen Riesensprung auf die 4 hat gemacht Pitbull mit Timber. Von der 2 auf die 3 runter, Alter Wie mit Lieder. 3 Plätze nach oben, von der 5 auf die 2, Milky Chance mit Stone Dance. Und die alte und neue Nummer 1 ist Klingande mit Jubel. In den Top 5 der deutschen Albumcharts haben wir gleich 3 Neueinsteiger. Auf Platz 5 ist neu eingestiegen One Direction mit Midnight Memories. 2 Plätze runter, von der 2 auf die 4, Helene Fischer mit ihrem Album Farbenspiel. Der zweite Neueinsteiger ist auf der 3, die Toten Hosen mit dem Live-Album Der Krach der Republik. Ein Platz runter von der 2 auf die 1, Robbie Williams mit Swing Both Ways. Und der dritte Neueinsteiger direkt auf die 1, Freiwild mit dem Album Still. Das war's auch schon mit der ersten Ausgabe von GMA Unplugged. Feedback könnt ihr uns natürlich zukommen lassen an info@germanmusicaward.de. Über Kritik sind wir natürlich dankbar, wir werden besser werden, ganz sicher. Und wir wünschen euch noch viel Spaß und schaut immer mal auf unsere Homepage rein.